So, jetzt hatten wir zwei verschiedene Varianten der Schwarz-Weiß-Kopie. Jetzt schauen wir uns doch nochmal die Farbkopie an. Dazu wieder wie gehabt. Über den Kopierbutton rein, über die erweiterten Einstellungen. Hier möchte ich jetzt ein Farbfoto machen. Danach stellt sich das alles automatisch ein. Wir wählen nochmal 600 dpi, da wir wieder unsere Vorlage auf Foto-Glossy-Papier verwenden. Da möchten wir das Gerät natürlich ausreizen. Die restlichen Einstellungen bleiben gleich. Hier könnte man zum Beispiel jetzt auch noch ein besseres Papier einlegen, um hier deutlich bessere Ergebnisse zu erzielen. Wir machen es aber jetzt nur zum Test auf unserem normalen Standardpapier. So, dazu wieder unsere Vorlage ganz normal mittig einführen. Und über die Vorschaufunktion. Den Kopiervorgang starten. So, jetzt haben wir wieder eine schöne Vorschau unseres Dokuments. Baut sich auch alles relativ zügig auf. Man bedenke, wir verwenden hier jetzt 600 dpi Auflösung. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt könnte ich hier noch Helligkeit anpassen. Machen das Ganze etwas dunkler und etwas schärfer könnten wir es auch machen. Und dann sieht das Ganze doch sehr gut aus. Zur Kontrolle könnte man hier noch hineinzoomen und hier können Sie auch wie vom Smartphone gewohnt mit dem Finger in die entsprechenden Richtungen des Fotos gehen. Das sieht gut aus. Druck Start. Derweil können Sie wieder das Original herausnehmen. Und dann kontrollieren wir mal, wie lange nun der Kopiervorgang dauert. So, jetzt müsste der Drucker gleich die Daten bekommen. Vorhin hatten wir die Schwarz-Weiß-Kopie mit 200 dpi, jetzt haben wir eine Farbkopie mit 600 dpi. Das heißt, die Daten sind deutlich größer. Nichtsdestotrotz sollte der Drucker gleich die Daten bekommen. Genau, da kommen sie schon. Gleiches Spiel wie auch bei der Schwarz-Weiß-Kopie. Während des Spulens wird schon gedruckt. Der Drucker gibt nun eine Restdauer von 52 Sekunden vor. Gerade bei größeren Aufträgen ist das eine ganz nette Orientierung. So, da kommt es auch schon. Das sieht auch ganz brauchbar aus. Hier mal zur Kontrolle. Man bedenke allerdings auf Foto-Glossy-Papier mit 260 Gramm, ja, das auch so gewölbt ist, dass es von allein nicht liegen bleibt. Und hier unsere Kopie auf 80 Gramm Normalpapier. Sieht doch ganz ordentlich aus.